Asian and it's fun. I can't believe that you're all here. Comic Invasion, sing and cheer. Welcome to Comic Invasion. Okay, hallo erstmal von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Aisha Franz. Ich lese heute aus Work-Life-Balance. Das ist gerade erst im März erschienen, also noch ganz frisch. Und mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ich fange einfach an. Ich hoffe, ihr genießt die Lesung. Komme. Hallo. Wir hatten, glaube ich, einen Termin. Danke. Vielleicht habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Nein, nein, alles in Ordnung. Hier steht es. Anna Maria Avila, richtig? Ja, aber nennen Sie mich gern Anita? Anita. Ach, tut mir leid, ich bin einfach sehr durcheinander in letzter Zeit. Ich habe erfahren, dass mein Steuerberater, mein Steuerberater ist plötzlich verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Ach, danke. Ja, wirklich schlimm. So schnell finde ich keinen Ersatz. Jetzt muss ich das alles selber machen. Aber was rede ich? Es soll hier ja schließlich um Sie gehen. Schießen Sie los. Wie soll ich denn anfangen? Ganz wie Sie wollen. Na, so schwer ist das doch nicht. Haben Sie Hobbys zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht. Was machen Sie denn beruflich? Ich stelle Gebrauchskeramik her. Teller, Vasen, sowas halt. Das ist quasi Beruf und Hobby in einem. Oops.
Ja, also. Nicht immer. Es hat mich einfach überkommen. Als sei ich irgendwie verrückt geworden oder sowas. Ist Ihnen so etwas schon öfter passiert? Nein, nicht so. Aber genervt bin ich schon seit längerem. Wovon? Keine Ahnung. Na, wahrscheinlich davon, austauschbaren Krempel auf Etsy zu verkaufen. Warum? Naja, ich habe eigentlich Bildhauerei studiert. Also richtige Kunst. Sie wissen schon, was ich meine. Kunst halt. In der Galerie, im Museum. Unsere Zeit ist um. Aber jetzt war ich doch noch gar nicht fertig. Bis nächste Woche. Aber... Hi Leute, willkommen zu meiner gesunden Morning-Routine. Viel Spaß! Ein kurzes Warm-up bringt den Kreislauf in Schwung. Ich bin meistens sehr hungrig nach dem Aufwachen. Also mache ich mir schon vor dem Beauty-Programm Frühstück. Heute ist es ein proteinreiches Omelette. Heute ist es ein proteinreiches Omelette. Heute ist es ein proteinreiches Omelette. Ach, Scheiße. Was machst du denn da? Das geht dich gar nichts an. Guck nicht so genervt.
Du sollst in die Chefetage kommen. Warum? Weiß nicht, die wollen nicht sprechen. So ein Quatsch. Das stimmt natürlich nicht. Das hat er sich alles ausgedacht. Ich erzähle euch mal, was wirklich los ist. Sandra, nicht nötig. Es gibt ausreichend Beweismaterial. Das war alles einvernehmlich. Uns ist bewusst, dass so eine Sache subjektiv unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Trotzdem müssen wir uns zum Schutz unserer Mitarbeiter eingreifen. Wir wollen nachsichtig mit dir sein, Sandra. Und haben uns gegen eine sofortige Entlassung entschieden. Du bist ab sofort für unbestimmte Zeit beurlaubt. Flo, wir möchten dir diese In-Person-Therapie ans Herz legen. Wenn du dich darauf einlässt, können wir uns vielleicht darauf einigen, dich weiter zu beschäftigen. Hallo, ich habe einen Termin mit Manuel Rumpf. Cool. Weißt du, wo du hin musst? Nein. Es ist super einfach. Zuerst nimmst du den Aufzug, dann gehst du rechts vorbei an den Glaswürfeln. Okay, danke. Warte kurz. Ich habe noch was für dich. Bitte. Pantoffeln? Ja, wir sind ein schuhfreies Office. Du kannst deine Schuhe einfach dort drüben hinstellen. Okay. Oh, und das hier ist ein Antioxidantien-Erfrischungsgesichtstuch. Ganz weich und frisch. Wie die man in Flugzeugen bekommt? Genau. Danke. Gern geschehen. Keine Angst, ich gucke nicht. Hi. Rex! Hey, altes Haus. Gut, dich zu sehen. Hey. Es ist schon ein Weilchen her, seit wir uns das letzte Mal in echt gesehen haben. Willkommen bei Agileal. Schicken Arbeitsplatz hast du. Lass uns in mein Büro gehen. Du hast ein Büro? Niemals. Na klar, was dachtest du denn? War ein Witz, Mann. Nach dir. Setz dich schon mal. Ich hole uns noch einen Schluck levitiertes Wasser. Danke. Ich kann mich auf den Stuhl setzen. Nein, nein. Du sollst den Ergo-Beanie haben. Der ist geil, oder? Ja. Lass uns gleich zum Punkt kommen. Alle im Vorstand fanden dein Proposal geil. Du hast es gerockt, Alter. Oh, wow, danke, Mann.
Ja, das Feedback war richtig positiv. Aber einige Aspekte in deinem Konzept können wir nicht umsetzen. Kein Problem, ich kann es einfach anpassen. Ich weiß, deswegen bist du ja auch so verdammt gut, Mann. Unser internes IT-Team hat zeitgleich ein alternatives Konzept für das Projekt gearbeitet. Der Vorstand kam somit zu dem Entschluss, dass es mehr Sinn macht, das Projekt in einem Rutsch mit unseren Leuten zu machen. Dein Proposal war natürlich viel geiler und innovativer, aber diesmal wird leider nichts draus. Warte, heißt das etwa, ich bin raus? Sagen wir, du bist überqualifiziert. What the fuck, Manuel? Ich habe schon Monate da rein investiert. Wir hatten eine Abmachung. Naja, wir hatten doch noch keinen richtigen Vertrag gemacht. Also nö, war keine Abmachung. Hör zu, du bist gut. Kein Zweifel. Aber wir können dich diesmal nicht beauftragen. Sorry. So ein Scheißdreck. Warte kurz, ich habe ein gutes Wort für dich eingelegt. Du bekommst trotzdem 8% des Honorars als Entschädigung ausgezahlt. Ja, super, oder? Einem guten Freund hilft man doch gern. Wie jetzt? Kein mach's gut? Hey du, warte mal. Nicht mal Tschüss sagen? Was ein Lappen. Neue E-Mail von Rebecca von Weiß. Hi Anita, hoffe dir geht's gut. Meine Residency läuft super. Hier ist es surreal schön. Ich schreibe dir mit einer riesigen Bitte. Die Keramikskulptur für meine Ausstellung soll schon nächste Woche installiert werden. Sie steht allerdings noch bei uns in der Werkstatt. Komme leider erst am Tag der Vernissage zurück. Könntest du die Skulptur zur Galerie transportieren? Das wäre eine große Hilfe. Verpackungsmaterial findest du hinten im Lagerraum. Liebe Grüße, Rebecca. PS. Im Anhang ist die Einladung zur Ausstellung. Auch ein Glas Wein? Was ist los? Du siehst so blass aus. Nichts. Alles okay. Wow. Einfach köstlich. Feinster georgischer Naturwein.
Does it spark joy? It's important to talk to your clothes and thank them. Ching! Oh, diese Show ist schon ein bisschen rassistisch, weil sie so stereotyp japanisch dargestellt wird, so freundlich, sauber und übertrieben ordentlich. Okay, very good. So, what you're aiming for is to create a rectangle at the center of the clothes. Hi, Rebecca. Gently turn it around. Fold into thirds. Hi, Rebecca. Es tut mir so furchtbar leid, aber... Hi, Rebecca. Es ist etwas Schreckliches passiert. So tiny. Hi, Rebecca. Klar, kein Problem. Ich kann das gerne machen. Danke für die Einladung. Liebe Grüße nach Reykjavik. Anita. Senden. We will store these standing in the drawer. Ach, diese Shows sind sowieso total gestellt. Alles gelogen. Kannst du den Wein auch langsamer trinken? Der war voll teuer. Fold into thirds. Does it spark joy? I asked, does it spark joy? Hallo? Pierre? Hello, Anita. So tiny. Sie arbeiten wie lange schon für dieses Unternehmen? Fast 3 Jahre. Richtig lange für eine Start-up-Angestellte. Sie schreiben in Ihrem Reflexionsbogen, dass Sie sich unterfordert fühlen. Ja, naja, ich bin in so einer undefinierten semi-administrativen Tätigkeit stecken geblieben. Graduate Database Strategist. Klingt cool, oder? Ist auch ganz gut bezahlt. Ach, aber ich könnte genauso gut im Entwicklungsteam oder im Think Tank arbeiten. Haben Sie Ihre Wünsche schon mal geäußert? Oh, ja, bei uns ist es nicht gerade gern gesehen, mehr zu verlangen. Das Unternehmen versteht sich als agil und egalitär. Wir sind auch ein schuhfreies Office.
Bis später beim Meeting. Ups. Puh. Ach, gar nicht schlimm, Manuel. Das geht ganz leicht raus. Hier, ich zeig's dir. Du musst nur ein bisschen reiben. Du spinnst, du, Sandra! Ach, jetzt hab dich mal nicht so. Du hast sie echt nicht mehr alle. Wir sehen uns nachher beim Meeting. Du musst unbedingt das Lachs-Sashimi probieren. Es ist köstlich. Foto senden. Sandra, triff mich in Raum 7, 20 Uhr. Manuel, nein! Ich erzähle hier gerne rum, dass du mich sexuell belästigst. Was denkst du, wem würden sie wohl glauben? Senden. Sie können nicht gut mit Ablehnung umgehen? Nee, Quatsch. Ich bin bloß durchsetzungsfähig. Ich gebe selten nach, wenn ich etwas will. Suchen Sie nach Virtual Reality? Ergebnis. Virtupi. Psychotherapie in virtueller Realität. Designe deinen Avatar.
Wähle jetzt dein Therapie-Environment. Darf es noch was sein? Nein, danke. Message: One Virtuopist logging in. Hallo, ich bin heute Ihr Virtuopist. Wie kann ich helfen? Danke, ich brauche keine Therapie. Okay. Warum sind Sie dann hier? Ja, ich wollte mir das Programm ansehen. Ich bin Programmierer, will sehen, was noch so auf dem Markt ist. Aha, Forschung. Es gibt ja bekanntermaßen sehr viel Konkurrenz auf meinem Gebiet. Interessant. Ich stelle mir diesen Beruf sehr einsam vor. Ach, schon gut, ich bin nicht hier, um über sowas zu sprechen. Ich halte sowieso nichts von Therapie. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde Sie nicht nach den Gründen fragen oder Sie eines Besseren belehren. Ich werde Sie auch nicht zu Ihren Ängsten befragen oder zu Ihren Träumen. Ich werde Ihnen auch nichts attestieren. Aber warum denn nicht? Naja, Sie wollten doch keine Therapie, richtig? Ja, genau. Sehen Sie, ich werde hier für die Zeit, die ich eingeloggt bin, bezahlt. Sie können sich also so lange, wie Sie möchten, umschauen. Ich lasse Sie in Ruhe. Entschuldigung, Sie müssen leider gehen. Wir schließen.
Das war so der erste Teil aus dem Buch und falls es euch interessiert, die gibt es am Stand von Reprodukt zu kaufen. Ja. Danke fürs Kommen. Here we are at Invasion and it's fun. I can't believe that you're all here. Comic Invasion, sing and cheer. Welcome to Comic Invasion.